Du willst in deiner Bibel Notizen machen und Dinge markieren, hast aber keine Ahnung, worauf du achten sollst? Keine Panik, ich mache heute den großen Stiftetest. Heute zeige ich dir, wie du mit verschiedenen Stiften verschiedene Dinge in deiner Bibel markieren kannst, Notizen hinzufügen kannst und künstlerisch gestalten kannst. Insgesamt teilt sich das Ganze in drei verschiedene Arten von Stiften. Wir haben Stifte, die sehr gut sind, um Notizen hinzuzufügen. Wir haben Stifte, die zum Markieren von Bibelstellen sind. Und wir haben Stifte, die dafür sind, wenn es ums Künstlerische geht. Und aus diesen drei Kategorien werde ich dir heute ein paar Stifte vorstellen, die ich selber auch benutze. Alle Stifte findest du wie immer verlinkt unten in der Infobox. Und jetzt geht's los. So, dann legen wir mal los. Ich habe für den Test meine ganzen Stifte jetzt hier. Ich habe Papier und eine Bibel mit rausgesucht, die ich eigentlich gar nicht wirklich benutze. Das heißt, hier können wir gleich auch nochmal sehen, wie sich das Ganze so auf Bibelpapier verhält. Ne? Von wegen, wie doll drückt das durch und so weiter und so weiter. Ich habe ja schon gesagt, es gibt drei große Kategorien. Und anfangen möchte ich gerne mit den normalen Stiften, mit denen ich Notizen hinzufüge. Zum Beispiel hier am Rand der Bibel oder mit denen man auch mal hier ein, zwei Worte unterstreichen kann und so weiter und so weiter. Und da sind am besten, finde ich, diese Pigmentstifte, die auf jeden Fall dokumentenecht sind. Das heißt, die halten möglichst lange von der Farbe her. Ich habe hier zwei verschiedene Stifte, die ich benutze. Das eine ist dieses Paket hier von Staedtler. Und das ist so ein Pack, da ist alles drin von 0,8 mm bis runter auf 0,05 mm. Den mit 0,05 habe ich irgendwie gerade verloren. Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, die sind wie Feinliner. Nur die Spitze ist noch ein Ticken dünner. Die eignen sich damit natürlich dann hervorragend, um Notizen in der Bibel hinzuzufügen. Zum Beispiel kann man hier einfach was unterstreichen. Also jetzt nicht wundern, ich unterstreiche einfach irgendwelche Sachen. Ich mache jetzt hier nichts Besonderes. Also jetzt nicht auf theologische Richtigkeiten beim Unterstreichen achten. Dann kann man zum Beispiel Zeichen hinzufügen oder Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen, wenn man nicht weiß, was los ist. Dafür eignen die sich sehr, sehr gut und drücken tatsächlich auch für Bibelseiten kaum durch. Also ich muss gucken, ob man das schön sehen kann. Die drücken ein bisschen durch. Ich habe jetzt auch relativ doll aufgedrückt. Ich mache nochmal zum Vergleich mit ganz wenig aufdrücken. So. Und die drücken wirklich kaum durch. Man muss ja bedenken, ne? Eine Bibelseite ist immer wahnsinnig dünn. Die zweite Firma, die ich viel benutze, sind diese Pigma Micron Stifte. Sind ähnliches Prinzip. Ich finde aber, die sind noch ein bisschen schöner. Gibt es auch in so einem Mehrfachpack. Und hier habe ich sogar den dünnsten gerade da. 0,05 ist das. Dünner wird es nicht, auch in der anderen Packung nicht. Und der schreibt richtig, richtig dünn. Also vom Prinzip her auch wieder wie ein Feinliner. Und man kann sich dann hier Notizen machen. Natürlich in deiner Bibel dann hoffentlich schöner als das, was ich hier fabriziere. Auch der schreibt ganz, ganz, ganz dünn. Und der drückt sogar noch weniger durch. Wenn du hier vergleichst, hier oben der von eben, der Staedtler, hier unten der von Micron, der drückt sogar noch weniger durch. Je dünner du die Stiftmine natürlich wählst, wie bei dem hier 0,05, umso besser beim Durchdrücken. Das ist so die erste Kategorie, das heißt Notizen machen. Und da bist man, glaube ich, wenn du eins von diesen beiden Sets hast, bist du da ganz gut dabei. Was sonst auch immer geht, ist ein Kugelschreiber mit einer wahnsinnig dünnen Mine. Musst du mal gucken, es gibt Kugelschreiber, nicht diese normalen Werbegeschenkdinger, aber wenn du im Laden guckst, gibt es Kugelschreiberminen extra fein. Und wenn du da einen schwarzen oder einen blauen nimmst, das geht auch. Und das Gute ist ja, so ein Kugelschreiber ist ja sogar noch ein Tick trockener als so Feinliner-Stifte. Das heißt, damit kann man auch wunderbar Notizen machen. Die zweite große Gruppe sind Stifte zum Markieren. Und da habe ich einmal diese hier. Das ist ein Set von der Firma Zebra, die Z-Bright, so heißen die Stifte. Und das Coole bei denen ist, ich habe die jetzt hier in 5 Farben, das ist so ein Paket, ist auch unten verlinkt in der Box. Und das Coole bei denen hier ist, dass die jeweils eine so eine typische dicke Seite haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch eine dünne Seite, mit der man auch noch anders unterstreichen kann. Das heißt, man hat hier zwei Stifte in einem sozusagen. Ansonsten wie ein normaler Marker. Ich markiere hier einfach mal ein Stück. Das ist jetzt die dicke Seite, so wie man das kennt. Ne, klassisch, gelber Marker. Darunter markiere ich nochmal nur mit der dünnen Seite. Geht genauso. Ist ein bisschen feiner und wenn man umblättert, sieht man auch hier, drückt kaum durch, wobei hier das mit der dicken Seite
kann man, glaube ich, ganz schwach sehen. Das, was ich in der dicken Seite markiert habe, drückt mehr durch. Hier in der 2 Zellen tiefer habe ich mit der dünnen markiert, das sieht man quasi gar nicht. Hier ist es markiert, einmal dick, einmal dünn. Auf der Rückseite kaum zu erkennen, das untere. Also, das ist nämlich auch das Schöne bei diesen Stiften, die drücken kaum durch. Und da muss man bei Markern, wenn es um die Bibel geht, echt aufpassen. Na klar, wenn du jetzt den Orangen nimmst, aus dem gleichen Set, der drückt natürlich mehr durch. Ne? Dicke Seite, dünne Seite. Der ist in Orange, der drückt natürlich einen Ticken mehr durch als der Gelbe. Aber auch nicht so krass, wie wenn du jetzt so ein, hier dick und da unten habe ich es in dünn markiert. Aber der drückt auch nicht so krass durch, wie wenn du einen ganz normalen Marker aus dem Handel nimmst. Diese normalen Stabilos oder was das ist. Also, diese Marker benutze ich, um in der Bibel zu markieren, funktionieren eigentlich ziemlich gut dafür. Und das Coole ist, du hast eben hier in so einem Set 5 Farben. Du kannst die Farben dann auch verschiedenen Sachen zuordnen. Da gibt es von mir demnächst auch nochmal ein Video zu. Und hast aber gleichzeitig einen dicken und einen dünnen Stift immer dabei. Sehr gut. Dann war ich eben noch ein bisschen an der Federtasche von meiner Frau. Die hat nämlich diese kleinen Marker hier. Einmal natürlich deutlich handlicheres Handtaschenformat und in Pastellfarben. Ich zeig dir die auch nochmal, die sind auch unten verlinkt. Das ist so diese klassische, ne? Der hat einfach nur eine Seite und ist auf der Seite dann auch so dick, wie so ein Marker halt ist. Aber die markieren alle in Pastellfarben. Und einmal sieht das dann natürlich so ein bisschen pastelliger aus alles. Aber das Praktische ist, Pastell drückt natürlich nicht so krass durch und ist nicht so eine starke Farbe. Das heißt, wenn du das damit machst, siehst du es trotzdem ein bisschen auf der Rückseite. Auch, ich finde, mehr als bei denen, aber es ist nicht so eine krasse Farbe. Was bei allen ist, und das ist das Gute, das drückt nicht auf die nächste Seite noch durch. Das hat man ja auch manchmal, dass man schreibt und gerade in der Bibel schreibt und dann hast du was mit dem Stift, das drückt dir noch auf die Seite danach durch. Das passiert hier bei keinem von den Stiften. Das ist ganz praktisch. Also das wären 2 gute Ideen, wenn es um Marker geht. So ein Mittelding zwischen Marker und Notizstift habe ich jetzt letztens entdeckt. Das will ich dir auch nicht vorenthalten. Und zwar ist das hier, diese Packung. Die habe ich, da habe ich glaube ich auch keinen Link zu. Die habe ich so ganz oldschool in einem Laden gekauft. Und zwar bei, wo war denn das? Action. Action ist so ein, ist eigentlich so ein Billo-Deko-Laden. Und da hatten die in der Stifteabteilung diese Stifte. Und diese Stifte, auch in allen Farben, die man braucht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den grünen. Und das Coole daran ist, die sind zwar farbig, aber haben eigentlich Kugelschreiberminen vorne drin. Das heißt, du kannst damit zwar auch markieren, muss man so ein bisschen drüber malen. Ne, grün markiert. Der drückt nur wirklich quasi gar nicht durch. Ja, da habe ich auf der Rückseite markiert gerade. Hier. Aber du kannst damit auch schreiben. Mit den Markern kannst du ja nicht wirklich schreiben. Das heißt, das ist bei denen hier echt praktisch. Und ich glaube, das ganze Set hat irgendwie, keine Ahnung, 2 Euro gekostet. Weil das ist wirklich ein Schnäppchen. Der gelbe funktioniert nicht so gut. Der funktioniert ehrlich gesagt gar nicht. Gut zu wissen. Habe ich erst letzte Woche gekauft, extra hierfür. Und das Gute ist, du kannst damit eben auch Notizen machen. Und hier siehst du auf der Rückseite, da drückt wirklich nichts durch. Das ist ganz cool. Hier habe ich markiert. Hier sehen sie. Sie sehen nichts. Und das Coole ist, du kannst dann damit zum Beispiel so Sachen machen. Nehmen wir an, du markierst mit dieser Farbe immer alles zum Thema, ich weiß es nicht, Verheißung. Das tun wir mal so, als würde hier eine Verheißung stehen. So, die haben wir jetzt markiert. Und dann machst du hier dir an den Rand noch eine Notiz dazu. Wichtig und ein Herz, weil das ein Zeichen bei dir ist für irgendwas. Und dann könntest du diesen Stift nehmen, hier rübergehen, dir das noch einkringeln. Wenn du das machst, machst du das natürlich ein bisschen ordentlicher als ich. Aber die Rückseite bleibt relativ unbescholten in dieser Kombination aus so einem Mikron und einem von diesen Farbkugelschreibern. Aber trotzdem kannst du dir hier gute Notizen machen und hast gleich Farbverbindungen. Und ich sag mal, bei diesem Set für 2 Euro, die Farben werden dir nicht wirklich ausgehen. Da kannst du dich echt ein bisschen austoben. Und da ist schon eigentlich echt was Gutes bei immer. Hier ist noch so ein komischer Blauton. Ein bisschen was Rotes. Rot ist ja immer die tricky Farbe, weil die drückt ordentlich durch. Mal gucken. Drückt auch nicht durch. Wobei, hier muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen,
dass man nicht zu doll markert, weil irgendwann streicht man es durch. Also die sind vielleicht nicht verkehrt, wenn du hier so eine Variante nimmst, dass du was einkringelst und farbig und dann eine Notiz machst. Zum Markieren werden gerade die dunkleren Farben eher ein Durchstreichen nachher. Also da könnte man vielleicht dann eher dazu übergehen, immer so kleine Kästchen, um die Sachen zu malen, auf die man hinweisen möchte, die man markieren möchte. Das geht aber auch relativ easy. Und dann hast du deine ganzen Markierungen am Start. Also wie gesagt, diese Stifte hier sind so ein Zwischending zwischen Notizen und Markierung. Dann gibt es ja noch die dritte Gruppe. Das sind die Stifte, wenn es künstlerisch wird. Und da kommen dann diese Artist Pens ins Spiel. Zum Beispiel die hier. Gibt es in so Blautönen, in Weiß, in Schwarz, in Gold. Und das Besondere bei denen ist, dass die ein bisschen flüssiger sind. Hier sieht man schon, das ist eher wie Tinte. Ist dann natürlich auch, wo geht eigentlich? Hier kann man sehen, drückt auch nicht so wahnsinnig doll durch, wie man denken könnte. Der ist so ein bisschen metallic, kann man sehen. Im Goldenen hier ist es ähnlich. Hier kann man auch schön sehen, manche von diesen Stiften haben dann so eine filzeartige Mine vorne. Drückt auch quasi nicht durch. Und dann die Königsklasse sind diese Brush Pens. Das sind quasi Pinsel im Stifteformat. Damit kann man dann wirklich so richtig malen. Ihr seht, das ist wie so ein Pinsel und das kann ich gar nicht. Weiß ist auch so ähnlich wie der blaue eben. Der ist so gut für so Schattierungen und sowas. Kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil das weiß ist. Da würde man in irgendeiner anderen Farbe was vormalen und kann dann mit Weiß so Highlights setzen und sowas. Aber da kommen wir jetzt ja auch schon in die Richtung des Künstlerischen. Und weil ich das nicht kann, habe ich euch was mitgebracht. Das hier ist nämlich die Journaling-Art-Bibel meiner Frau. Die hat der ein oder andere von euch vielleicht gesehen in dem Video, was wir gemacht haben. Das verlinke ich dir jetzt auch nochmal hier oben in der Ecke. Da. Wie man ein Bibelregister baut. Dieses Bibelregister, kann man sehen, ist hier an der Seite dran. Mal sehen, jetzt muss ich mal was finden, wo was zu sehen ist. Weil, hier. Hier kann man wunderbar sehen, zoom mal ein bisschen ran, wie diese bunten Stifte im Einsatz sind. Ja, hier kann man sehen, so diese Filzer, die ganz dünnen, hier mit Schattierungen, hier unten gemalt. Hier oben dann auch nochmal mit unterschiedlichen Farben. Und das, hier kann man diesen Markerstift sehen, Pastell. Und hier kann man auch sehen, dass hier so ein bisschen Metallisches drin. So kann es werden, wenn man künstlerisch ein bisschen besser veranlagt ist als ich und einige von diesen Stiften am Start hat. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick. Wie gesagt, alles, was ihr hier seht, die Bibel verlinke ich euch auch nochmal. Die ganzen Stifte verlinke ich euch. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann haut mal rein mit dem Malen. Das war das Video für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Frage, welche Stifte benutze ich für meine Bibel und was kann ich damit erreichen. Wie gesagt, alle Stifte sind unten verlinkt. Und wenn du dich weiter für das Thema interessierst, wie zum Beispiel ich in meiner Bibel arbeite, was meine Methode ist, dann verlinke ich dir hier nochmal ein Video. Ansonsten findest du natürlich gleich hier auf der Card am Ende noch die Möglichkeit, meinen Channel zu abonnieren. Dir werden noch ein, zwei andere Videos vorgeschlagen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn du magst, schreib mir doch in die Kommentare, wie du beim Bibellesen mit Stiften arbeitest, wie du markierst, was du markierst, ob du dir Notizen machst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.